Disneyland Paris im Winter. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und aus dem Disneyland Paris. Und ihr seht, es ist kalt. Und ich dachte, ich nehme dieses Video zum Anlass und erkläre euch oder gebe euch ein paar Tipps, wie ihr durch die Kälte, wie ihr die Kälte am besten hier im Park überstehen könnt. Ja, das heißt, wir schauen uns verschiedene Plätze an, wo ihr euch vielleicht aufwärmen könnt, wo ihr vielleicht das eine oder andere kaufen könnt, wenn ihr es vergessen habt. Und schauen wir doch mal, ob wirklich alles geöffnet hat, wenn es kalt ist im Disneyland Paris. Und ihr seid natürlich auch gefragt, wenn ihr Tipps habt gegen klirrende Kälte in Freizeitparks oder im Disneyland Paris, dann schreibt es gern unten in die Kommentare. Ein Tipp, wo man sich immer gut aufwärmen kann, sind die Arkaden. Die Liberty Arcade, in die ich jetzt reingehe. Auf der anderen Seite die Discovery Arcade. Hier gibt es nämlich auch Sitzplätze. Und hier müsst ihr nicht unbedingt was zu essen kaufen. Hier könnt ihr auch euer eigenes Essen konsumieren, euch hier hinsetzen. Es ist ein Windgeschütz, wenn es regnet auch oder schneit, könnt ihr euch hier auch schützen vor dem Wetter. Draußen gibt es auch weiterhin die Toiletten. Von hier aus könnt ihr auch in die Shops gehen und euch da auch nochmal aufwärmen in den Shops. Also die Arkaden sind auf jeden Fall auch immer ein guter Tipp, um sich aufzuwärmen und sich hinzusetzen und sich auszuruhen, vor allem wenn es draußen kalt ist, regnet oder schneit. Ja, was natürlich immer hilft gegen die Kälte draußen, ist Shoppen. In den Shops ist es immer angenehm warm, vor allem im Emporium. Also ich war heute Morgen hier drin, da dachte ich koche. Jetzt, wo mir kalt ist, finde ich es sehr angenehm, um mich hier aufzuwärmen. Also ja, schaut euch hier um, was es so Neues gibt, schlendert hier durch und wärmt euch ein bisschen auf. Ihr habt warme Klamotten vergessen oder der Wintereinbruch. Ihr wart nicht auf den Wintereinbruch vorbereitet. Disneyland Paris hat natürlich auch warme Kleidung hier, die ihr euch kaufen könnt. Jetzt zum Beispiel neu sind diese Fleece-Pullover. Zum Beispiel kosten sie 46 Euro. Hinten sind verschiedene Charaktere drauf. Und ich sehe hier gerade, die sind sehr, sehr beliebt. Also ja, gibt es wie gesagt in verschiedenen Farben. Aber sind nicht nur die einzigen Sachen. Also Disneyland Paris bietet sehr, sehr viele Sachen hier an, damit euch nicht kalt sein muss. So, ich wollte es euch noch von hinten zeigen. Mickey ist hier drauf, hier ist zum Beispiel Grumpy drauf und einfach noch mit Stitch. Und jetzt zeige ich euch noch die Mützen, Schals und Handschuhe. Fast in jedem Laden findet ihr verschiedene Mützen, Handschuhe und auch Kinderhandschuhe, natürlich auch hier Schals.
Und ja, damit könnt ihr euch natürlich auch eindecken. Hier so eine Mütze kostet 20 Euro, die weiße 26. Und hier auf der anderen Seite haben wir auch nochmal verschiedene Mützen. Seht ihr hier, Ohrenschützer, so eine Minimaus-Mütze hier. Bei der ist es der Trick, da kann man Pferdeschwanz tragen und trotzdem eine Mütze anziehen. Das sieht man hier. Und ja, genau. Also fast in jedem Shop im Winter könnt ihr euch warm einkleiden. In Studio 1 kann man sich natürlich auch super aufwärmen. Das ist eine große Halle. Dort gibt es auch Shops, ein großes Counter-Restaurant, wo ihr euch auch was zu essen holen könnt oder was heißt es zu trinken. Und auch viele Sitzgelegenheiten, wenn ihr dort was isst. Wenn ihr dort nicht isst, gibt es leider nicht so viele Sitzgelegenheiten. Ich habe aber auch schon mal hier irgendwo in der Ecke auf dem Boden gesessen oder auf meinen Hockern oder auf dem Sitzkissen. Ja, also hier kann man sich auf jeden Fall auch gut aufwärmen. Aber bedenkt bitte, Studio 1 schließt ab April für ein Jahr, wird umgebaut. Und ja, dementsprechend nächstes Jahr im Winter können wir uns hier leider nicht aufwärmen. Aber bis dahin sollten wir es auf jeden Fall noch hier genießen. Wie gesagt, hier habt ihr das Restaurant en coulisses. Ihr kriegt hier Burger, Menüs und auch was zu heißes zu trinken. Und ja, ihr seht die Menschen, sitzen auch auf dem Boden. Also ja, es ist hier normal, wenn hier viel los ist. Eine weitere Möglichkeit, sich natürlich aufzuwärmen im Winter, sind die zahlreichen Shows, die das Disneyland Paris anbietet. Jetzt Mickey the Magician, aber auch die Toy Story Show. Wir haben die Lion King Show, wir haben die Disney Junior Show. Also Disneyland Paris bietet wie im Sommer und auch im Winter viele Shows an. Nutzt sie, ihr könnt da natürlich auch Pause machen und euch ein bisschen aufwärmen. Und das mache ich jetzt mit Mickey and the Magician. Was natürlich bei Kälte immer hilft, ist ein heißes Getränk. Hier zum Beispiel eine heiße Schokolade und etwas Warmes zu essen. Ich bin jetzt hier vor Enter del Oro, deswegen gibt es jetzt Burrito. Ja, setzt euch einfach irgendwo rein, ganz gemütlich, kauft euch was Warmes zu trinken, wärmt euch auf, hier ist es sehr angenehm warm. Ihr könnt auch in jedes andere Schnellimbiss-Restaurant. Videopolis ist auch mal eine gute Idee, dort kann man auch ganz gut auf den Bänken sitzen. Und ja, wärmt euch auf, genießt euer Essen. Was auch mal ein ganz guter Tipp ist, ist Buffet-Restaurants so gegen Nachmittag zu reservieren. Wenn ihr so den halben Tag schon im Park seid, angefroren und dann nachmittags in ein schönes Buffet-Restaurant geht oder als Walls, euch da aufwärmt und dann könnt ihr wieder aufgewärmt, gestärkt in den Abend starten hier im Disneyland Paris, weil der kann natürlich auch sehr, sehr lange werden und kalt, vor allem abends. Deswegen, ja. Kauft euch was Warmes zu trinken, was Warmes zu essen, wärmt euch in den Restaurants auf und dann könnt ihr auch wieder in den Park starten. Eine weitere Location, wo ihr euch aufwärmen könnt und ihr seht, das machen einige heute, ist Videopolis, wenn keine Show läuft. Und man würde meinen, es läuft gleich eine Show, weil es so voll ist. Nee, die Leute sitzen hier auch, essen, trinken. Das ist natürlich erlaubt, ihr dürft euch hier reinsetzen und euer Essen und euer Trinken trinken und konsumieren. Hier laufen dann Disney-Comics. Und ja, hier könnt ihr euch auf jeden Fall aufwärmen, gemütlich sitzen und kurz entspannen. Das Gute im Disneyland Paris ist, dass es super viele Indoor-Attraktionen gibt. Unter anderem Pirates oder It's a Small World, die natürlich auch im Winter geöffnet haben und auch eine gute Möglichkeit sind, um sich kurz mal auszuruhen und aufzuwärmen. Und man hat direkt noch eine Attraktion gefahren, also direkt mehrere Fliegen mit einer Klatsche, sagen, geklatscht. Und ja, das mache ich jetzt. Eine Runde It's a Small World fahren. Denken, weil es in anderen Freizeitparks so ist, dass Attraktionen bei Kälte geschlossen haben. Im Disneyland Paris ist das nicht der Fall. Im Disneyland Paris haben bis, glaube ich, minus 14 Grad, habe ich sogar schon mal gesehen, dass die Attraktionen weiterhin geöffnet. Also auch die Achterbahn
Big Thunder Mountain, Indiana Jones, die im Freien sind, haben durchgehend das ganze Jahr geöffnet, außer sie werden renoviert. Und Renovierungen finden oft im Januar und Februar statt, in der Low Season sozusagen. Da nutzt Disneyland Paris die Gelegenheit, um es zu renovieren. Big Thunder Mountain wird auch bald renoviert werden. Dementsprechend informiert euch vorher, was geschlossen ist. Schaut zum Beispiel meine News-Videos, da erwähne ich das immer, welche Attraktionen wann geschlossen sind. Und ja, aber ansonsten sind alle Attraktionen, alle Shows auch in den Wintermonaten komplett geöffnet, Indoor, Outdoor. Das heißt, ja, den kompletten Spaß auch im Winter. Ich habe jetzt meinen Rat befolgt und sitze in der Liberty Arcade, weil heute sind es echt minus 2 Grad, also es wird auch in den nächsten Tagen echt kalt. Dementsprechend sitze ich jetzt hier kurz und ruhe mich aus und möchte euch noch ein paar Tipps an die Hand geben, was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Vielleicht ein paar Gadgets, die ich auch immer dabei habe oder meistens. Viele, ich habe was vergessen noch bei diesem Trip tatsächlich, aber ja, verlinke ich euch unten in meiner Amazon Storefront. Da mache ich eine eigene Kategorie Winter im Freizeitpark oder so, weil die meisten Sachen habe ich tatsächlich auch von Amazon. Also erstens, nehmt euch wirklich Sachen mit und achtet auf den Zwiebellook. Das klingt immer so doof, aber Zwiebellook ist wirklich das A und O. Ich wurde auch schon mal gefragt, warum ich immer, also wie ich das mit den Röcken aushalte, wenn ich nur einen Rock trage. Ich habe immer mindestens 2 Thermostrumpfhosen übereinander an. Und meine Thermostrumpfhosen kaufe ich zum Beispiel bei Calzedonia oder so, aber gibt es auch bei Amazon oder beim, keine Ahnung welchen, H&M und so. Also einfach Thermostrumpfhosen eingeben. Und jetzt zum Beispiel trage ich auch eine Thermostrumpfhose und eine Hose drüber. Wenn es richtig kalt wird, ich habe heute überlegt, ich hätte ja auch liebst meine Skihose mitgenommen. Sieht zwar total deppern aus, aber damit man nicht friert, hilft das auf jeden Fall auch. Also wirklich der Zwiebellook. Dann habe ich natürlich einen Rollkragenpullover, der relativ dick ist, an. Und darunter, habe ich auch bei Amazon gekauft, gibt es auch so Thermo-Rollkragenpullover. Hier seht ihr ein bisschen was. Ich habe jetzt einen schwarzen an, den habe ich auch noch an. Gestern hatte ich einen grauen, es gibt auch weiße bei Amazon. Die habe ich mir da auch gekauft, halt auch super warm. Also obenrum muss ich sagen, ist mir gar nicht kalt, denn ich habe auch eine richtig gute Jacke. Und das ist tatsächlich auch wichtig. Ich habe jetzt eine von Columbia. Ist jetzt eine Disney-Jacke, aber wir müssen jetzt keine Disney-Jacke haben. Habe auch eine Wellenstein-Jacke, die hält mich auch immer warm. Also generell im Winter investiert in gute, warme Winterkleidung. Das rettet euch wirklich den Hintern, in Freizeitparks vor allem. Ja, ansonsten schuhtechnisch bin ich immer sehr gut mit Uggs bedient. Also mit diesen Puschelschuhen, weil die halten auch immer warm. Bin sehr zufrieden, die sind bequem. Ich habe da noch nie Blasen drin bekommen. Blöde ist bei Uggs, wenn es regnet, dann oder wenn es richtig nass ist, dann sind sie leider nicht so gut geeignet. Also warme Schuhe auf jeden Fall auch. Ich weiß noch, wo ich vom AIDA-Urlaub zurückgekommen bin und nur Chucks anhatte mit Socken. Mir war nach 5 Minuten eiskalt, die Füße waren erfroren. Und dementsprechend, ja, auch richtiges Schuhwerk, was bequem ist, was euch warm hält und euch gut durch den Tag bringt, ist auch immer sehr, sehr wichtig. Ja, Mütze, Handschuhe, Schal, das ganze generelle Equipment, wenn es kalt ist draußen. Auch für die Kiddies natürlich. Ja, wenn ich schon wieder freie Knöchel sehe, da wird mir auch direkt kalt. Ja, also das sind so die Sachen an Klamotten, die ich euch ans Herz legen kann. Zwiebellook, gute Winterjacken, Wintermäntel, Schuhe und auf jeden Fall auch die Accessoires nicht vergessen, wie Mütze, Schal und Handschuhe. Dann gibt es natürlich noch Gadgets, die einen zusätzlich warm halten können. Die habe ich jetzt nicht dabei, ich habe aber so eine Weste mit Powerbank drin und die heizt auch nochmal. Die könnte ich jetzt unter dem Pulli noch anziehen, hätte ich tatsächlich mitnehmen sollen. Ich habe noch daran gedacht, dass ich, so kalt wird es schon nicht, aber und ich fliege ja noch mit Handgepäck, aber ja, hätte ich sie doch mitgenommen. Und dann gibt es, hier habe ich aber dabei, elektronische Handwärmer. Sieht aus wie so eine Spielmaus, also so eine Computermaus, aber davon habe ich 2. Gibt es auch beim großen A. Ja, kann man einschalten, aufladen und dann wärmen sie auch nochmal die Hände. Ich habe sie in meiner Jackentasche drin und kann nochmal zusätzlich meine Hände damit erwärmen. Und was ich auch beim großen A gekauft habe, ist so ein Multipack von Rückenwärmern. Kennt ihr die von Thermocare, glaube ich? Aber die sind ja sauteuer in der Apotheke. Und die gibt es auch beim großen A von der Marke. Und ich weiß nicht, was sie bezahlt haben. Aber auf jeden Fall, glaube ich, für einen 40er-Pack oder so mit Prina für 20 Euro. Aber das war bei den Prime Days, also die können jetzt ein bisschen teurer sein. Aber wie gesagt, schaut da gerne mal in der Storefront vorbei unten im Link. Und davon habe ich euch auch immer welche im Rucksack.
Habe ich aber jetzt auch vergessen einzupacken. Kälteste Tage des Jahres und ich habe sie vergessen einzupacken. Aber davon habe ich auch mal welche dabei, vor allem auch wenn der Rücken irgendwann wehtut vom Rucksack tragen, so in der Schulter, klebe ich mir das auch gern mal auf die Schulter und ich merke es jetzt schon wieder. Ich habe es einfach vergessen einzupacken. Aber davon habe ich auch mal welche dabei. Und das sind so die Gadgets zum Warmhalten, die ich dabei habe. Was ich auch gesehen habe, viele Leute kaufen hier Decken, um sich nochmal einzuwickeln. Und wenn ihr natürlich auf was wartet, wie das Feuerwerk, und nicht mehr stehen könnt, ist natürlich so ein Hocker, der hält jetzt nicht warm, aber der, damit sitzt ihr halt nicht auf dem Boden, sozusagen, wenn ihr unbedingt sitzen möchtet. Ansonsten halt so ein Hocker habe ich auch meistens dabei, wenn ich weiß, dass ich lange warten muss. Zum Beispiel gestern für Ascher habe ich den Hocker dabei gehabt. Ja, das sind so die Tipps an Klamotten und Gadgets, die ich auf jeden Fall bei euch weitergeben kann, um euch in Freizeitparks warm zu halten. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass die Wasserspender im Winter nur innen funktionieren. Also in der Liberty Arcade, in Studio 1, jetzt bis es geschlossen hat. Ansonsten funktionieren die Wasserspender leider draußen nicht im Winter, wegen Frozen, wegen Gefrierzustand. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und das war mein Video zu Winter im Disneyland Paris. Ich hoffe, meine Tipps und meine Ratschläge an euch haben euch weitergeholfen und halten euch warm in den nächsten, bei eurem nächsten Disneyland Paris Besuch im Winter. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, dann sehen wir uns ganz bald wieder.